Herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal Kreativ Tobi und heute zeige ich euch, wie man eine Metalltür richtig beschichtet mit einem ganz einfachen Lacksystem. Und zwar benutzen wir heute ein Eintopf-Lacksystem, das heißt, wir haben Grundanstrich, Zwischenanstrich und Schlussanstrich in einem Gebinde sozusagen als ein Material. Müssen nicht darauf achten, okay, das nehmen wir für die Grundierung, das nehmen wir für Zwischen- und Schlussanstrich, sondern können alles mit einem Material machen. Untergrundvorbereitung zeige ich euch auch. Wir haben jetzt hier eine bereits beschichtete Metalltüre und jetzt wollen wir das wieder überarbeiten. Und dafür haben wir einen weißen Lack heute. Wir wollen die Tür wieder weiß machen. Auch aus dem Grund, dass wir auch mal die Deckkraft von dem Lack testen können, denn der zeichnet sich auch für seine hohe Deckkraft auf, zum einen, aber zum anderen auch für gutes Standvermögen, für sehr guten Verlauf. Und das testen wir heute alles. Wenn ihr auch so eine Türe zu Hause habt, die schon bereits beschichtet ist, könnt ihr es genauso nachmachen. Wenn ihr eine unbeschichtete Metalltür, eine verzinkte Metalltür habt, dann solltet ihr die davor mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche reinigen und danach dann halt beschichten. Dafür gibt es bestimmt auch Videos auf YouTube. Verlinke ich euch mal ein gutes zur Reinigung von verzinkten Metall. Im ersten Schritt möchte ich die Metalltür jetzt mal reinigen, weil ihr seht, wir haben hier schon richtig viele Verschmutzungen drauf, bevor wir die dann nicht schleifen. Nehmen dazu einen Multireiniger. In dem Fall habe ich jetzt einen Multistar. Den habe ich im Fachhandel geholt und sprühe die Tür jetzt einfach mal ein und reinige die dann erstmal, damit alle Fettöle oder trennenden Schichten erstmal von der Türe runtergenommen werden. Noch einen Griff gleich sauber machen. Hier haben wir übrigens die Abdeckung entfernt. Das solltet ihr auch machen, wenn ihr Türen lackiert, dass ihr hier erstmal die Abdeckung und alles entfernt. Um die zu reinigen, ziehe ich mir dann Handschuhe an. Das darf nämlich in die Augen oder auf die Haut gelangen, das Reinigungsmittel. Ihr könnt ja auch so Putzhandschuhe anziehen. So, haben wir das mal grob gereinigt. So, wir schleifen das hier dann eh nochmal, aber jetzt hat das schon mal die grobste trennende Schicht entfernt. Und wenn wir dann schleifen, dass wir das nicht wieder damit einarbeiten. Hätten wir den Schritt jetzt erstmal getan. Und jetzt wollen wir die Türe schleifen, dass wir zum einen vom Altanstrich irgendwelche Läufer wegschleifen können, Dreck, was in der Beschichtung drin war, dass wir einfach wieder eine schöne Oberfläche haben, um das Ganze neu zu beschichten. Und dafür habe ich mir jetzt vom Fachhandel Schleifpapier geholt. Einmal 180er und 320er und der 400er, damit wir dann halt zum Schluss eine 400er Schleifung machen, weil dann sieht man nämlich auch die Riemen von dem Schleifpapier nicht, beziehungsweise man sieht keine Schleifspuren dann in der Schlussbeschichtung. Und ich fange jetzt mit dem 180er Schleifpapier an. Hab hier einen geilen Schleifer von Flex. Hat hinten sogar schon so ein Gefäß, wo den Staub auffängt. Und wir fangen einfach an, komplett einfach mal die Fläche schleifen. Das hier wird dann mit der Hand geschliffen. Und dann haben wir einen schönen vorbereiteten Untergrund, auf dem wir dann schon, nachdem wir es nochmal gereinigt haben, lackieren können. Dann noch einmal mit einem 400er drüber, dann haben wir eine perfekte Oberfläche. Und jetzt machen wir so, reinigen wir nochmal die Türe, wie wir es vorhin auch gemacht haben. Und dann können wir anfangen zu lackieren. Wenn jetzt ihr irgendwie Dellen oder so drin habt, die wo ihr, oder Stöße, Beschädigungen an der Tür, die wo ihr nicht haben wollt, dann empfehle ich euch, nehmt so eine Polyester-Feinspachtel, zweikomponentig, spachtelt es schön aus. Zweikomponentige Spachtelmasse, die wird auch schnell hart, könnt ihr dann schleifen und dann halt den Schritt weitermachen. Aber nutzt dafür auf jeden Fall wirklich eine 2K Autospachtelmasse für Metall, Holz und Beton. Und dann seid ihr wirklich zur sicheren Seite, dass ihr ein Top-Ergebnis bekommt.
Das haben wir gereinigt. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt und zwar die angrenzenden Bauteile schützen, Türgriff abkleben. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Ich erkläre es euch kurz. Wenn ihr einen glatten Untergrund habt, wie hier innen, da ist der Anschluss zur Tür glatt. Dann nehme ich immer das 3508 von KIPP. Das ist eine Mischung aus einem normalen Kreppband und einem Washi-Tech-Papier. Ist perfekt zum Lackieren geeignet. Und kann damit dann schön abkleben. Und wenn ihr raue Flächen habt, dann würde ich das KIPP Ultra Sharp, das 3301 nehmen, weil das hier unten spezielles Granulat unten hat. Und wenn Flüssigkeit hinkommt, dann verschließt es die Kante, dass wir auch hier bei rauen Flächen dann eine saubere Lackierkante bekommen. Wenn sich die Flüssigkeit quasi ans Klebeband dran, wenn es runterfließen will, dann quillt das Granulat auf, das wo am Klebeband dran ist, und schließt die Farbkante dann sozusagen. Und dadurch bekommt man dann auch die gute, scharfe Farbkante. Wir hätten da einmal im Angebot den Dinova Unilack Aqua. Das ist der, wo ich euch schon erzählt habe davon. Wasserbasis ist für alle Untergründe, also wirklich alle Untergründe, Alu, Zink, Metall, Holz, PVC, man kann damit Kunststofffenster lackieren. Extrem gutes Deckvermögen, testen wir hier mal, auf dem schwarzen Untergrund. Da ist natürlich dann halt, da muss er zeigen, was er kann. Hohes Standvermögen, habe ich auch schon gesagt, vergilbungsfrei, Eintopfsystem, übelst geil, blockfest, heißt der ist auch wirklich robust. Eigentlich ein Allrounder-Lack und ich bin echt gespannt, ob er das hält, was er verspricht. Und gebe mir den jetzt mal hier in meinen Lackwannerl. Das Gute ist, wir haben jetzt nur noch einmal Werkzeug, einmal eine Lackwanne. Wir müssen jetzt nicht zwei verschiedene Lackwannen, zwei verschiedene Werkzeuge für zwei unterschiedliche Materialien verwenden, sondern nur noch einmal. Habe ich einmal so ein Lackmäusel, habe ich jetzt dazu Filzmäusel, habe ich gelesen im Fachhandel, sind eigentlich wie so Mikrofaserwalzen, die nehme ich immer ganz gern zum Lackieren. Ich mag das nicht mit so Schaumstoffwalzen zu lackieren, weil ich weiß nicht, ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich zeige euch noch einen Trick und zwar fürs Lackieren. Ist auch wichtig, dass der fusselfrei ist, der Roller. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal mein KIPP-Tape. Machen wir Klebeband rum und ziehe das ab und haben dann die ganzen Fusseln, die am Roller waren, im Klebeband und können jetzt schön ohne Fusseln lackieren. Ich nehme jetzt zum Lackieren, wie gesagt, so einen Stierer nennen wir das oder einen Ringpinsel. Mal gucken, was dann besser funktioniert. Jetzt hier für diese engen Stellen nehme ich jetzt mal den Stierer und beginne hier zu lackieren. Hierfür nehme ich jetzt mal den Ringpinsel. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, und zwar für die Fläche benutzen wir jetzt halt hier, war nicht ganz zu machen, für die Fläche benutzen wir jetzt halt unser Meißel, wie ich schon angekündigt habe. Hier streichen wir rum mit dem Pinsel bzw. mit dem Ringpinsel und dann machen wir die Fläche und schauen, dass wir immer schön gleichmäßig das Material auftragen, auch nicht zu wenig, nicht zu viel, dass es nicht läuft und dass wir das dann zum Schluss nochmal schön abziehen können, damit es wirklich einen schönen Film bildet und wir eine richtig geile lackierte Oberfläche haben.
noch einmal komplett durchziehen, nachdem die Fläche gemacht ist. Von oben nach unten. Dann haben wir einen gleichmäßigen Verlauf. Ihr seht, wir sind jetzt fertig mit dem ersten Mal lackieren und Deckvermögen ist schon ganz gut. Ich kann das jetzt noch nicht gut einschätzen. Ich denke, dass wir beim zweiten Anstrich schon einen richtig schönen deckenden Anstrich haben, mit dem wir dann auch zufrieden sein können, aber abwarten. Ja, ist ja klar, dass der nicht aufs erste Mal perfekt deckt. So einen Lack gibt es ja auch nicht, vor allem wenn du so einen schwarzen Untergrund hast. Es gehören eh 2 bis 3 Anstriche auf die Tür drauf, deswegen lassen wir das komplett jetzt einmal trocknen. Darauf, dass es ein Wasserlack ist, trocknet es auch wirklich schnell und lackieren dann ein zweites Mal. Das Werkzeug könnt ihr in der Zwischenzeit in den Lack packen, eine Folie drüber und dann könnt ihr das dann auch wieder benutzen beim zweiten Anstrich. So, wir hatten jetzt hier Folie drüber und jetzt können wir das Werkzeug auch wieder benutzen. Es hat jetzt ungefähr so 1,5 Stunden getrocknet. Und jetzt fangen wir wieder an mit den Rahmen hier, die zu lackieren und machen dann wieder die Fläche. Und das deckt jetzt schon hier richtig gut. Fläche, genau selbes Prinzip wie davor. Streichen uns hier vor mit unserem Ringpinsel und machen dann die Fläche wieder genauso gleichmäßig und ziehen dann wieder von oben nach unten komplett durch. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie gut es deckt und ob wir wirklich nur einen zweiten Anstrich brauchen und keinen dritten mehr. Sieht es jetzt wieder gleichmäßig ab. Für eine schön gleichmäßig verlaufende Oberfläche. Und ich muss mal sagen, es deckt schon wirklich sehr gut. Das kann man natürlich dann erst final beurteilen, wenn es durchgetrocknet ist. Aber so bin ich jetzt schon mal zufrieden, sage ich jetzt. Jetzt mache ich noch die andere Seite und dann sind wir erstmal fertig. Sieht schon richtig gut aus. Ich mache jetzt die Klebebänder an den Seiten weg. Wir haben da wirklich eine schöne Kante jetzt, eine schöne Farbkante. Ist wirklich top. Machen wir innen noch die Klebebänder weg, die blauen. Also für so Lackarbeiten ist das Kipptape, das blaue, auch schon richtig geil. Das hat die Nummer, habe ich vorhin schon mal gesagt, 3508. Das ist echt nice für so Lackarbeiten. Könnt ihr gerne auch mal testen. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, ihr auch. Ihr habt ein bisschen was lernen können über Lackieren einer Metalltüre. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um sowas nicht mehr zu verpassen. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr vielleicht noch Verbesserungsvorschläge habt oder Tipps für andere in den Kommentaren. Sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Tobi. Ciao.